hast du unseren Schlüssel versteckt, Junge? Ich weiß nicht, wovon du redest. Lass ihn los. Ach ja? Und du willst uns dazu bringen? Dann zeig mal, was du drauf hast. Schluss mit. Nimm. Jetzt. Ich werde dein Blut vergießen. Wer war das? Keine Zeit dafür. In meiner Tasche. Ich hab dir was dagelassen. Was ist das? Ein GIE-Zugangsschlüssel. Die Peacekeeper, sie haben ihn gefunden. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Du warst dabei, mir zu erzählen, was mit meiner Schwester passiert ist. Wo ist Mia? Geh zum Fischauge. Frag nach einem Mädchen namens Lawan. Gib ihr das hier. Damit und mit ihrer Hilfe erfährst du alles. Verstanden? Beschütze es. Wenn Waltz es in die Finger kriegt, ist die ganze Stadt. Alle werden sterben. Waltz? Ist Waltz hier? Ja. Sie kommen. Hörst du das? Abtrünnige, lauf! Wir gehen zusammen. Nimm das. Gehen wir. Zum Henker! Ah, unser verlorenes Lamm. Aber es ist gar nicht allein. Das können wir ändern. Schlachtet ihn ab! Du bist doch nicht mal richtig. Du bist doch nicht mal richtig.
Du lebst nicht. Du bist... Das war noch gar nichts. Jetzt zeige ich dir, dass ich es ernst meine. Hast du dich schon eingeschissen? Nicht mögen, was gleich passiert. Wir müssen weg! Los, komm, weg hier! Tahir, hörst du? Hast du meinen Schlüssel? Es ist Walt. Wir müssen weg! Aber den suche ich doch! Du Idiot, er muckst dich ab, wenn er dich findet! Dylan! Scheiße! Geh zum Lüftungsschacht! Schnell! Hier lang! Du zuerst! Was machst du da? Walt darf den GRI-Schlüssel nicht kriegen. Was? Lass mich raus! Fischauge, Lowan. Geh! Da ist der Verräter! Ah. Hi, Dylan. Hallo, Kumpels. Lass den los. Warum hast du mich hintergangen? Der Schlüssel gehört dir nicht. Du kannst nicht. Wo ist er? Hier drin. Das ist das Ende. Es tut mir leid. Wirst du sentimental? Nicht wirklich. Du stirbst ja nur. Mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet. Wunderschöne Tiere. Ich hab sie sehr geliebt. Eines Tages stürzte sein Lieblingspferd und brach sich das Bein. Ich dachte, Opa wird ihm helfen. Aber er zog einfach seine Pistole, gab sie mir in die Hand. Er sagte zu mir, du tust ihm einen Gefallen. Dann drückte er meinen Finger, den ich am Abzug hatte. Ich schrie. Ich wollte, dass mein Großvater stirbt. Jahre später wurde mir klar, was getan werden muss, muss getan werden. Du lässt mir keine Wahl, mein Freund. Da ist jemand. Im Lüftungsschacht! Halt ihn! Nein!
Verdammt! Das tut weh! Ein Wasser. Scheiße, er verwandelt sich! Tätig! Schnell! Nein! Hängt ihn auf! Lasst ihn krepieren! Nein, Scheiße! Was soll ich getan? Zu mir, kapiert? Hab ich dir nicht gesagt, geh nirgendwo ohne mich hin? Hab ich's nicht gesagt? Wer zum Teufel bist du? Die reißen dich in Stücke. Shh, nicht jetzt. Jana, hol die Hände. Was zur Hölle ist das? Mach einfach schnell, klar? Bring sie hierher. Scheiße! Du Dreck! Du beschissener Drecksack! Er bewegt sich. Hakon? Leg ihn um, Hakon. Leg ihn um, bevor ich's tue. Wow, wow, wow. Bleib ruhig. Atme durch. Scheint, er hat sich nicht verwandelt. Scheint? Hakon, ich will das hier nicht. Du bist zurückgekommen. Blinzle, wenn du verstehst. Oh, fuck, mein Kopf. Oh. Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück. Und der Baseballschläger natürlich. Du bist am Leben. So soll es auch bleiben. Der Kerl bringt uns fast um und du plauderst mit ihm? Mädels, entspannt euch. Sie haben Angst. Hättest fast ihre Werkstatt geschrottet. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Aber ich verstehe nicht. Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort. Ich muss zum Fischauge. Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe. Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln. Deine Eintrittskarte in die Stadt. Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel. Kannst dich jederzeit verwandeln. Du brauchst einen Biomarker und ich weiß, wo wir einen herkriegen.
Komm. Hakon, er verwandelt sich wieder. Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Alles wird gut, hey. Du bist schwach. Warte einen Moment. Trink. Ernsthaft? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Hört sich gut an, meine Damen. Vielleicht nächstes Mal. Schnauze, Hakon. Sie himmelt mich an. Warum hilfst du mir? Lernen wir uns doch kennen und finden es raus. Du zuerst. Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an. Du bist auf der Hut. Gut, dann lebst du länger. Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das nur vor? Ich war ein Pilger. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Ich mein's ernst, Hakon. Er bleibt nicht über Nacht. Hier, deine Waffe und dein Funkgerät. Auch als Pilger kommst du nicht ohne aus. Los, gehen wir. Nette Bude. Gewöhn dich nicht dran. Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner. Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte. Weißt du, nicht jeder Pilger ist ein Verbrecher. Mhm. Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt. Baut UV-Lampen zusammen, was? Ja. Du solltest nicht hier sein. Hakon setzt hier unsere Ärsche aufs Spiel. Verzieh dich. Tut mir leid. Hab dich wohl erschreckt, was? Der Schlag hat gut getan. Wir sind quitt. Jana. Aiden, was ist das hier? Unser Zuhause. Unsere Werkstatt. Sozusagen unsere ganze Welt. Du bist netter als sie. Hey, lass den Scheiß. Sarah vertraut niemandem außer mir. Außerdem kann ich besser kämpfen als sie. Also kann ich es mir erlauben, ein bisschen zugänglicher zu sein. Übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da, im Stadtzentrum, hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Meine Spezialität. Wo ist der Tunnel? Nicht so schnell, Cowboy. Ohne Biomarker kommst du nicht weit. Du bist eine Gefahr für jeden. Und du hast ja schon gesehen, wie die Leute in Villedor auf Gefahren reagieren. Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Villedor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach übrigens, ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. Hier drüben. Du hast es offensichtlich drauf. Ich war beim Militär. Spezialeinheit?
7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Wurde schließlich Taxifahrer. Autsch! Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Halt's Maul! Immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Ho, komm schon! Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Habe ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Fuck! Heißt das, ich hätte draufgehen können? Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. Wird oft einiges versteckt, falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Was ist das? Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Komm schon! Stopp! Hilf mir jemand! Hilf! Ihr habt hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Ich habe so ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist's genauso. Und die PKs werden schlimmer. Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Aha. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach.
Es wird dunkel. Sie werden bald aufwachen. Schnell, öffne die Kiste.